True Crime boomt. Und wie? Live-Shows, Serien, Verbrechenspodcast, Magazine. Für ein Millionenpublikum. Zwischen 5 und 6 Millionen Abrufe sind es pro Monat. True Crime Podcast. Wo ist Rebecca Reusch aus Lächeln? Doppelmörder und Vergewaltiger. True Crime Podcast. Und fast immer geht es um Mord und Totschlag. Ja klar, sind ja auch alles spannende Fälle. Aber wie sieht's aus, wenn deine Eltern das Opfer sind, dein Bruder getötet wurde oder du misshandelt? Schock. Das ist auch der Fall, der unsere Familie betrifft, den wir erlebt haben, unsere Geschichte, die hier einfach ungefragt ausgebreitet wird. 10% sind gut gemacht und der Rest ist schlecht. Und dann bin ich noch live bei einer absoluten Grenzüberschreitung im deutschen True Crime dabei. Das so vor 10.000 Leuten machen. Für Exactly will ich rausfinden, warum wir so auf True Crime stehen und wie kritisch das Business ist. Aber Moment, von vorn. Wer noch nicht weiß, wie groß das Geschäft mit wahren Verbrechen ist, muss nur an diesem Himmelfahrtswochenende nach Hamburg schauen. Um die 10.000 Leute kommen hier heute zur Live-Podcast-Show von Weird Crimes. Weird Crimes, der Spaß für die ganze Familie? Ja, bei uns ja. Ich komme aus Berlin extra. Echt? Ja. Welche Folge hatten dir am besten gefallen bisher? Die eine, wo das eine Mädchen halt von einem netten Mädchen halt immer böser wird. Und am Ende wird sie zur Mörderin? Und wird dann am Ende auch getötet. Kids sind hier die Ausnahme. Aber was auffällt, vor der Halle stehen vor allem Frauen. Absolut typisch für True Crime. Für einen anderen Podcast gibt's Zahlen. Mordlust hören nach Angaben des Vermarkters zum Beispiel 80% Frauen und eine Studie von 2022 kommt sogar auf 93% Frauenanteil unter der befragten True Crime-Hörerschaft. Hey, hey! Das sieht mir auch nach Weird Crimes Fanclub aus. Ja. Darf ich mich kurz zu euch setzen? Ja. Und die Kamera rüberholen? Ist das verrückt, weil man irgendwie so krasse, traurige Storys hat, aber eigentlich dann doch so viel Schmutzeln kommt? Ja, also so traurig finde ich sie, glaube ich, gar nicht, weil sie wirklich so, ja, so unwirklich sind. Und bei Weird Crimes ist es ja schon so gemacht, dass durch die Sprüche dann zwischendurch das auch noch mal so ein bisschen aufgelockert wird. Also ein bisschen verboten, drüber zu lachen. Zur Einordnung, Weird Crimes ist ein Format, das besonders bizarre Fälle aufbereitet. Die Macherinnen Vis-a-vis und Ines Agnoli erzählen die Stories mit ordentlich Humor. Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, was so Podcasts auch mit Angehörigen der Opfer zum Beispiel machen? Da habe ich mir echt noch nie Gedanken drüber gemacht. Wahrscheinlich nicht so toll, aber nee, haben wir noch nicht. Nee. Ja, ein bisschen traurig. Weird Crimes konnte oder wollte leider nicht mit mir reden. Und wir dürfen auch nicht in der Halle filmen. Aber für den Schnapperpreis von 89 Euro habe ich noch ein Ticket in der Kategorie Weird Crimes Ultra bekommen. Ich werde euch berichten. Da ist das Ende. Da ahne ich noch nicht, was hier gleich abgeht. Aus meiner Sicht eine der größten Grenzüberschreitungen im deutschen True Crime Game. Aber dazu gleich mehr. Weird Crimes ist nur einer von unzähligen True Crime Podcasts. Eine Datenanalyse der Opferhilfe Weißer Ring zeigt, Anfang 2023 gibt es allein im deutschsprachigen Raum 283 True Crime Formate. Und die haben insgesamt rund 6000 Podcast-Folgen veröffentlicht. Und zu einem Fall gibt es besonders viele. Zum verschwundenen Lars Mittank. Denn dieser ungelöste Fall hat alles, was True Crime Hörerinnen und Hörer in aller Welt anzieht. Viele Mysterien. The story of Lars Mittank, the internet's most famous missing person. Deze week gaan we het hebben over de verdwijning van Lars Mittank. Lars Mittank, Alemania. Es geht um diesen damals 28-jährigen Mann aus Norddeutschland, der bei einem Urlaub in Bulgarien unter mysteriösen Umständen verschwindet. Ich treffe den Privatermittler, der auch 10 Jahre später noch nach Lars sucht. Der Ermittler will unerkannt bleiben. Nur so könne er seinen Job machen. Ich soll ihn hier Rainer nennen. In 10 Jahren Ermittlungen hat er fast täglich auch mit True Crime Formaten zu tun. Und er weiß alles über den Fall. Was ist denn eigentlich passiert im Juli 2014 im bulgarischen Varna? Also es war im Grunde genommen so, Lars ist mit ein paar Freunden in Urlaub geflogen. Er war eigentlich im Grunde genommen nur der Ersatz, weil jemand anderes ausgefallen ist. Es ist überhaupt nicht seins, so ein, ich sag jetzt mal, Saufurlaub. Und das ist ja, wie bekannt, nach hinten losgegangen, auf gut Deutsch gesagt. An einem Abend bekommt er auf dem Heimweg einen Faustschlag aufs Ohr.
Die Folge: Trommelfellriss. Lars darf nicht mit seinen Freunden zurückfliegen, bleibt alleine in Bulgarien. Dann häufen sich die mysteriösen Umstände. Er bekommt ein fragwürdiges Medikament verschrieben, landet in einem günstigen, hellhörigen Hotel, flieht mitten in der Nacht und berichtet seiner Mutter davon, verfolgt zu werden. Und dann entstehen die Bilder, die bis heute im True Crime um die Welt gehen. Da sieht man Lars gleich unten ins Bild reinlaufen. Ganz gemütlich. Gelbes T-Shirt. Ja, genau. Auch nicht panisch oder so, würde ich jetzt so von einer normalen Gangart mit seinen ganzen Sachen dabei, die er mit hatte. Lars ist unterwegs zum Flughafenarzt, will sich vor seinem Rückflug nochmal durchchecken lassen. Er ist zum Arzt rein und 40 Minuten später verlässt er das Zimmer. Da kommt er gleich rausgerannt. Er hat, wie gesagt, er wird einfach das Zimmer verlassen. Ganz normal mit der Aussage, ich muss auf Toilette. Die Tür wohl hinter sich zugezogen und von da aus Reis ausgenommen. Da ist er jetzt gerade noch. Da läuft er. Und das sind die letzten bekannten Videoaufnahmen, die es von ihm gibt. Um den Ausgang zu finden. Dann ist er hier über den Zaun in das Feld. Voller Sonnenblumen. Voller Sonnenblumen. Was würdest du sagen, was ist eure Theorie? Was glaubst du, ist das realistischste Szenario, was passiert ist? Dass er durch die Medikamente Halluzinationen bekommen hat und dadurch das Urvertrauen in den eigentlichen Menschen verloren hat. Eure Vermutung ist, er hat möglicherweise sein Gedächtnis verloren. Genau. Und ist irgendwo da. Genau, überlebt dort, lebt dort. Wir kriegen auch immer häufiger noch Meldungen aus der Ecke. Also so vermuten wir, könnte er jetzt aussehen mit Vollbart und längeren Haaren. Und man sieht sehr gut, dass seine markanten Wangenknochen verschwinden. Fast täglich bekommt das Findet-Lars-Team Hinweise oder Fotos geschickt. Bei ganz heißen Spuren reist der Ermittler hin. Viele Hinweise kommen auch, weil True-Crime-Formate Aufmerksamkeit schaffen. Aber der Ermittler spürt den Boom mit all seinen Folgen. Wir kriegen Anfragen aus jedem Land der Welt, muss ich wirklich so sagen. Aber am schlimmsten sind die Deutschen. Weil die Deutschen berichten einfach. Die sind einfach der Meinung, sie dürfen das. Es ist sowieso im Internet, also darf ich das. Die schwarze Seite sind halt diese Hobby-Detektive, die meinen, sie müssten über etwas berichten und können sich dann nur anhand eines Wikipedia-Beitrags sich die Informationen ziehen. Und dann kommen dann solche Aussagen wie, ich bin nicht das FBI, ich ermittle nicht wie das FBI. Und wenn man dann solche Begründungen kriegt, dann schüttelt es mich nur noch, wo ich dann frage, muss man das ertragen? Und wie lange kann Sandra sowas noch ertragen? Sandra ist Lars Mutter. Am Anfang ist sie noch überall in den Medien, gibt Interviews über Interviews. Bricht immer wieder in Tränen aus. Irgendwann muss sie sich selbst schützen, hält sich seit ein paar Jahren im Hintergrund. Wenn man dann merkt, okay, diese 3 Stunden, teilweise dauert so ein Dreh auch 8 Stunden, fressen einen so auf, dass man dann eine Woche ausfällt und der Rest liegen bleibt. Sie muss dann einfach erstmal damit wieder klarkommen, dass alles wieder erneut hochgekaut werden musste. Und dann gibt es auch immer wieder Formate mit Falschinfos, die die Ermittlungen erschweren. Als bestes Beispiel, die Person hat ganz klar in seinem Podcast gesagt, Lars hat in Bulgarien Drogen genommen. Die Aussage ist nicht richtig. Wir haben ihn, also alle Sachen, die er dabei hatte, die wir wiedergekriegt haben, haben wir getestet. Es sind keine Spuren von irgendwelchen Drogen gefunden worden. Dann sagt er, ja nein, also das bezieht sich ja darauf, dass er Medikamente genommen hat, weil in Österreich sagt man zu Medikamenten Drogen. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin fast lachend vom Stuhl gefallen. Er hat das Video dann noch löschen müssen. Was würdest du sagen, wie viele Formate sind, oder wie viel Prozent sind gut gemacht, wie viel sind schlecht gemacht? 10% sind gut gemacht und der Rest ist schlecht. So hart? Ja. Vor allem eine Plattform macht Rainer aktuell zu schaffen, True Crime auf TikTok, zum Teil mit Klicks im Millionenbereich. Viele Clips bestehen aus zusammengewürfelten Videoschnipseln mit teils fehlerhaften Infos. Und der neueste Trend, KI-generierte Fake-Videos von Lars. Aber gegen wie viele Formate geht ihr so vor? Gegen wie viele Veröffentlichungen? Allein dieser Woche waren es jetzt 4 Stück. Letzte Woche waren es 7. Davor die Woche, ja, es steigert sich so ein bisschen. Aber die Woche ist ja noch nicht vorbei, wissen wir ja beide. Die hat sogar gerade erst angefangen. Ja. Wenn man dann im Hinterkopf hat, man hat ja nicht nur eine Plattform. Man hat TikTok, man hat Instagram, man hat YouTube. Bei Spotify, muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir sehr wenig, was wirklich richtig falsch ist. Sondern da haben wir wirklich die guten Großen.
Aber auch bei manchen großen Podcasts oder TV-Produktionen fehlt Rainer ein entscheidender Punkt. Dann sollte man sich da Gedanken machen, tue ich der Familie gerade was Gutes oder tue ich der Familie gerade was an? Steche ich nochmal hinterher, wenn sie eh schon am Boden liegen? Also ich persönlich stecke nicht hinterher. Und da tickt aber auch hier leider jeder Mensch anders. Wenn du halt echte Verbrechen von echten Menschen erzählst, dann hast du eine verdammt große Verantwortung und über die müssen wir halt auch sprechen. Jetzt ist ja mal maximal unscheinbar, aber hier wird tatsächlich einer der größten deutschen True Crime Podcasts aufgezeichnet. Ich muss nur noch rausfinden, wo. Herzlich willkommen in den Heiligen Hall. Wir gehen mal hier hinten durch. Ist aber auch flauschig hier. Ja, auch ordentlich warm heute allerdings. Vielleicht habt ihr ihn schon an der Stimme erkannt. Das ist Daniel Müller, Host von Zeitverbrechen. Zusammen mit ihr Anne Kunze. Heute sprechen die beiden mit ihrer Kollegin Lala Arzun über das einstige Verbot der schwulen Liebe. Es geht um einen Mann, der damals als 17-Jähriger erwischt wurde mit einem anderen Mann und verurteilt wurde. Und ein Richter, der damals eben diesen Paragraphen angewendet hat. Und wir haben die beiden zusammen an einen Tisch gesetzt. Ist das ein klassischer Zeitverbrechenfall, würdet ihr sagen? Nee, das ist eigentlich kein klassischer Zeitverbrechenfall. Bei uns ist es ja schon so, dass wir häufig über Verbrechen sprechen, in denen jemand gestorben ist, also eines nicht natürlichen Todes gestorben ist oder ihm sonst Gewalt angetan wurde. Das sind, würde ich sagen, so die klassischen Zeitverbrechenfälle. Das ist nicht nur hier so. Bei 76% aller deutschen True-Crime-Folgen kommen Menschen ums Leben. Die Frage ist, gibt uns das nicht ein schiefes Bild der Realität? Schließlich machen Mord und Totschlag in der Kriminalstatistik nur 0,1% der Delikte aus. Themen wie häusliche Gewalt sind dagegen massiv unterrepräsentiert. Da ist absolut auch Luft nach oben, glaube ich. Und man merkt es auch, finde ich, in den anderen Formaten. Also es gab, glaube ich, lange Jahre auch in der Kriminalliteratur so einen Hype, es muss immer noch brutaler werden, immer musste noch einer draufgesetzt werden, immer kamen Bücher, die hießen Der Augensammler und man musste sie gar nicht lesen, um zu wissen, was dahinter steht. Ich glaube aber auch, dass die Leute dann irgendwann ein bisschen übersättigt sind von immer demselben. Also man muss dann schon auch in diesen Mordfällen und in diesen Vergewaltigungsfällen gesellschaftliche Aspekte finden, die man miterzählen kann, die man auch überhöhen kann so ein bisschen. Na dann, mal los. Hallo, liebe Zeitverbrechen-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Kriminalpodcasts. Wie immer an meiner Seite ist Anne Kunze. Hallo, Anne. Hallo, Daniel. Eine Besonderheit hier, der Podcast ist nicht durchgescriptet, eher ein Gespräch. Und die Autorinnen und Autoren haben die Fälle selbst recherchiert. Es sind zwei Männer, die beide Klaus heißen und deren Leben nicht unwesentlich beeinflusst wurde von einem Paragraphen im Strafgesetzbuch, der seit 1994, Gott sei Dank, Geschichte ist. Diese und all die anderen Geschichten von Zeitverbrechen entstehen unter anderem hier, im Zeitbüro in Berlin-Kreuzberg. Ja, willkommen in meinem kleinen Reich hier. Wie du siehst, relativ voll mit Akten und Büchern. Das sind allerdings tatsächlich alles noch nicht bearbeitete Sachen. Also da stecken locker mal 10, 12 Kriminalgeschichten drin noch. Das heißt, das ist so ein bisschen, was bei anderen der To-Do-Zettel ist. Hast du dann hier so dir aufgereiht? Der manifestiert sich sehr groß hier bei mir und macht mir jeden Tag ein schlechtes Gewissen, genau. Und das war's noch nicht. Du bist doch Hallenser. Jawohl. Ich habe hier zum Beispiel den Fall Stefan B. Das wird dir natürlich als allererstes was sagen. Der Attentäter von Halle, genau. Wie natürlich. Kommt der jetzt an die Akten? Ja, das ist natürlich Berufsgeheimnis. Da kann man nicht so drüber reden, wo man die Akten so herbekommt. Zeitverbrechen gibt es auch als Magazin. Und bei den deutschen True Crime Podcasts ist es sowas wie das Urgestein. Seitdem sind viele hundert weitere Formate aus dem Boden geschossen. Der Boom ist schon sehr groß. Und ich freue mich auch natürlich sehr darüber, dass der nach wie vor ungebrochen ist. Kannst du uns einen Einblick geben, wie viele Leute hören euch so ungefähr? Inzwischen 5 und 6 Millionen Abrufe sind es pro Monat, mit in der Spitze bis zu 12 Millionen letzten Dezember. Und ich glaube, es gab noch nie einen Podcast, der in einem Monat so viele Abrufe hatte auf dem gesamten deutschen Markt. Krasse Zahlen. Warum ist True Crime so erfolgreich?
Also in der deutschen Gesellschaft, die halt einfach relativ friedlich miteinander zusammenlebt, in der die Mordrate immer weiter nach unten geht, die jetzt nicht unmittelbar von Krieg bedroht ist. Also ich sage mal, so ein Magazin würde in Mexiko oder Kolumbien oder im Irak nicht fliegen. Ne? Mhm. Das funktioniert in einer sehr saturierten Gesellschaft, die sich quasi fremd gruseln darf, aber sich selbst eigentlich nicht gruseln muss, sehr viel besser. 10 bis 12 Leute arbeiten in der Zeitverbrechen-Redaktion an Magazin und Podcast. Im Vergleich zu anderen Formaten ein großer Laden mit viel Recherche-Power. Aber eine Gefahr bleibt auch bei Ihnen. Man weiß nicht, was ein Bericht mit Opfern und Angehörigen macht. Also die Gefahr der Retraumatisierung wird wahrscheinlich nirgendwo so viel diskutiert wie bei uns in der Redaktion. Und wir fahren dann dahin, wo es passiert ist. Wir versuchen, die Leute aufzuschließen, die damals daran beteiligt waren. Und dann fragen wir die, wie das für sie war. Und dann können sie sich frei dazu entscheiden, ob sie darüber reden oder ob sie darüber nicht reden. Fragt ihr sie immer? Also fragt ihr immer die Betroffenen, die Angehörigen an? Also ich wüsste nicht, wie ich eine Recherche machen sollte, wenn ich nicht die relevanten Personen dazu anfragen sollte. Also wie könnte ich eine Geschichte über einen Mordfall an einem 15-jährigen Mädchen machen, wenn ich nicht mit den noch lebenden Verwandten dieses Mädchens sprechen würde? Dann mache ich die Geschichte nicht. Das ist keinesfalls Standard im True Crime. Auf eine Umfrage vom Weißen Ring kam zum Beispiel Folgendes. Ich kontaktiere Angehörige nicht grundsätzlich, vor allem wenn sich aus der Berichterstattung ablesen lässt, dass sie von den Medien in Ruhe gelassen werden wollen. Nein, ich möchte die Privatsphäre der Opfer und deren Angehöriger wahren und ihnen durch meine Fragen keinen weiteren Schmerz zufügen. Aber ist die Veröffentlichung einer ganzen Folge zum Fall nicht schlimmer? Darauf kommen wir gleich nochmal. Erstmal zurück auf die Dächer von Berlin. Was kann True Crime aus deiner Sicht liefern? Na, im Best Case klären wir einen Mord auf. Aber davon abgesehen, oder ein Justizirrtum oder so. Ne? Also das ist schon das, wonach wir streben letztlich. Das passiert in der Realität jetzt nicht auf Wochenbasis. So, das sind die One-in-a-Million-Fälle, aber es gibt sie. Letztlich wollen wir aber auch, wir wollen es ja jetzt nicht zu sehr überhöhen, auch den Leuten eine gute Zeit machen und sie unterhalten. Und da kann man jetzt viel dran rumkritteln, warum Leute sich dadurch unterhalten fühlen, dass andere umgebracht werden. Das ist ein Riesenthema. Aber es gibt eben viele Menschen, die sich davon unterhalten lassen. Und die wollen wir natürlich auch unterhalten. Und dann hat True Crime aus seiner Sicht manchmal ein so hohes gesellschaftliches Interesse, dass man Schaden in Kauf nehmen muss. Natürlich wird es manchmal notwendigerweise so sein, dass Opfer oder Hinterbliebene retraumatisiert werden durch die Berichterstattung. Das tut mir von Herzen leid, aber manchmal kann ich es nicht verhindern. Sein Beispiel dafür? Die Geschichte von Nils Högel, wie 2 Krankenhäuser wegsehen konnten, überhaupt diese ganze Not, unter der Pfleger und Pflegerinnen stehen in ihrer täglichen Arbeit, all das wird dadurch ja transportiert. Sowas muss erzählt werden, das kann nicht unerzählt bleiben. Apropos Nils Högel, einer der in Anführungszeichen größten deutschen Serienmörder. Der sogenannte Todespfleger verabreichte Patientinnen und Patienten nicht verschriebene Herzmedikamente. Der Prozess gegen ihn fand aus Platzgründen in dieser Halle in Oldenburg statt. Allein das Verlesen der Opferliste dauerte über eine Stunde. Das war ein Mordprozess mit einer Anklage über 100 Mordfälle, also tatsächlich 100 Fälle. Ich wüsste nicht, dass es sowas in Deutschland gegeben hätte, jetzt jenseits aller NS-Gerichtsverfahren, die es im Nachgang gab. Für 85 Morde wurde Högel im letzten Prozess zu lebenslanger Haft verurteilt. Das ist übrigens Carsten Krogmann. Er hat über den Fall ein Buch geschrieben, True Crime Autor also, Ex-True Crime Autor. Ich glaube schon, dass auch bei mir die Sichtweise war, es ist total wichtig, darüber zu berichten und deswegen muss ich das jetzt auch so tun und nicht so ganz weit oder gleichberechtigt nach vorne zu stellen, ich muss jetzt aber auch diesen Angehörigen unbedingt mitnehmen. Wie geht's dir eigentlich damit? Was macht das mit dir? Wenn jemand sagt, ich möchte das nicht, das ist mein Fall, das ist meine Geschichte, die dürft ihr da nicht erzählen, dann muss ich das akzeptieren als Journalist, auch wenn meine Geschichte im Moment gestorben ist. Mittlerweile hat Carsten die Seiten gewechselt, macht kein True Crime mehr, sondern steht bei der Opferhilfe Weißer Ring auf der Seite der Betroffenen. Er kritisiert viele Formate für ihren Umgang mit Angehörigen, für den Fokus auf Mordfälle und besonders blutrünstige Taten. True Crime ist so ein gängiger Begriff, das heißt übersetzt wahre Verbrechen, echte Verbrechen. Und man vergisst gern, dass es auch um echte Menschen geht. Dass eigentlich jeder Fall, den man erzählt, auch ein echtes Schicksal beinhaltet. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man sich das auch immer wieder in Erinnerung bringt. Auch als jemand, der sich sowas anhört, liest, anschaut. Und echte True-Crime-Berichte können echten Schaden anrichten.
So wie bei einem Fall, den Carsten bei der Opferhilfe recherchiert hat. Über einen ZDF-Bericht eines lange zurückliegenden Falls. Da hatte ein Ehemann seine Frau ermordet. Und, die Familie der ermordeten Frau, die Schwester allen voran, zu der hatten wir Kontakt, ist auch über Bekannte darauf aufmerksam geworden. Da hat sich dann plötzlich jemand gemeldet, sag mal, habt ihr das gesehen? Euer Mordfall war da im Fernsehen. Was? Wie? Unser Fall? Schauen noch mal nach, gehen in die Mediathek, finden auch schnell den Beitrag und finden da alles dargestellt. Die ganze Geschichte erzählt, für sie völlig überraschend, ohne dass sie was wussten. Was hat das bei ihr ausgelöst, das wieder zu sehen? Wie hast du sie wahrgenommen? Also zwei Sachen eigentlich. Das eine ist Schock. Tatsächlich so Zustände, die, das ist natürlich dann letztendlich eine medizinische Diagnose, die ich nicht stellen kann und will, aber die auch so etwas wie Retraumatisierung oder sowas sein können. Also eine starke Belastung. Die Trauer, alles, was man damals gespürt hat. Und der zweite Punkt ist Wut. Dann natürlich. Wie kann das sein? Warum wird das hier aufbereitet? Warum erfahren wir das nicht? Warum spricht keiner mit uns? Warum fragt uns keiner? Das ist doch unser Fall. Das ist doch der Fall, der unsere Familie betrifft, den wir erlebt haben, unsere Geschichte, die hier einfach ungefragt ausgebreitet wird. Kein Einzelfall. Und sowas ließe sich easy verhindern, sagt Carsten. Dieser Mordfall vor 25 Jahren. Gibt es willig ein echtes öffentliches Interesse daran, diese Geschichte nochmal zu erzählen? Ohne, dass es neue Aspekte gibt, weil das ist ja alles auserzählt und sowas. Und ich glaube, wenn man das ganz ehrlich und journalistisch machen würde, würde man in ganz vielen zu der Antwort kommen, nein, gibt es nicht. Oft geht es, glaube ich, willig nur darum, eine spannende Geschichte zu erzählen, die man vielleicht auch verkaufen kann, wie eben schon gesagt, Merchandising, Eintrittskarten und so etwas. Und ja, das mit dem Verkaufen läuft. Und damit sind wir wieder bei der Weird Crimes Podcast Show vor rund 10.000 Leuten. Ich bin drin, die Kamera muss draußen bleiben. Der heutige Fall, die Bhagwan-Bewegung, Folgenname, die Sekretärin des Sexgurus. Der Sexguru ist er, Bhagwan, später auch als Osho bekannt. Die Bewegung formierte sich in den 70ern in Indien, übernahm später auf dubiosen Wegen eine Ortschaft in Oregon, USA. Und um die Leute in der Halle auf den Kult einzustimmen, stimmt Weird Crimes erstmal die originale Gruppenmeditation an. Wir machen jetzt alle mit. Ihr habt jetzt hier nämlich eine einmalige Chance auf eine Massenmeditation. Huhu Mantra. Und die ganze Halle folgt. Huhu, 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 huhu. Los, los. Und dann geht es vor allem um sie hier, Ma Anand Sheela, die sogenannte Sekretärin des Gurus und lange Zeit seine einflussreichste Strippenzieherin. Unter ihrem Einfluss startete der erste Bioterroranschlag der US-Geschichte, als die Bewegung gut 750 Menschen mit Salmonellen vergiftete. Und nicht nur das. Bei Sheela geht es um illegales Abhören, Körperverletzung, versuchten Mord. Am Ende wird sie in den USA zu 10 Jahren Haft verurteilt, nach 3 Jahren und 3 Monaten wegen guter Führung entlassen. Aber für Weird Crimes ist der Fall an der Stelle noch nicht auserzählt. Sie kommt tatsächlich auf die Bühne, die Täterin von damals. Macht mal Lärm für Sheela! Die Halle bebt, angefeuert von Vis-à-vis. Die Moderatorinnen begrüßen Sheela wie einen Star, umarmen sie innig. Von Distanz keine Spur. Das ist kein Scherz. Gute Karten für ein kritisches Interview eigentlich. Ines, ich habe Sheela vorher gefragt, wir dürfen alles fragen, was wir wollen. Aber kritische Fragen kommen nicht. Stattdessen erstmal ein Foto mit Sheelas berühmter Mittelfingerpose. Fotografen, can we do a middle finger picture together? Und kritischer wird es dann auch nicht mehr. Ich krieg's noch nicht ganz auf die Kette. Da kommt ja einfach meine Frau auf die Bühne, die zu 10 Jahren Haft verurteilt wurde wegen einem Terroranschlag auf 750 Leute und wird mit einem Superstar-Applaus empfangen. Alle um mich herum so, boah, krass, die echte, sie ist da. Und es kommt einfach keine kritische Frage. Sie wird geherzt auf der Bühne. Und es kommt so eine Ladung an Wohlfühl-Kuschelfragen, dass ich echt so ein bisschen sprachlos bin, dass das so in puncto Täterkult vor 10.000 Leuten macht. Und das sahen offenbar auch einige Fans so. Was hättest du als Opfer von diesem Auftritt gehalten? Der debile Massenapplaus am Ende für diese Schwerkriminelle beschäftigt mich bis heute. Wie kann man als Podcast-Konsumenten in dieser Anzahl nur so schmerzfrei sein? Einfach jedes True-Crime-Klischee erfüllt, dass TäterInnen gefeiert werden und Opfer eine untergeordnete Rolle spielen. Ein paar Tage später versuchen Ines Agnoli und Vis-à-vis am Ende der dazugehörigen Podcast-Folge den Umgang mit Sheelas Auftritt zu erklären. Direkt als ich von der Bühne runterkam, wusste ich schon, Mist, das ist nicht ganz so gelaufen wie geplant. Es hätte auf jeden Fall kritische Fragen und auch nochmal eine kritische Einordnung geben müssen. Dann folgen ein paar Erklärungsversuche. Große Zeitnot, Verzögerungen durch die Dolmetscherin, aber auch...
Ich meine, ich liebe alte Menschen. Eine ältere Dame irgendwie vor 11.000 Leuten dann da zu kritisieren und sie dann da fertig zu machen, das hätte ich, glaube ich, auch nicht geschafft. Kurzer Hinweis, der Podcast Weird Crimes hat sich unabhängig von dieser Show im August 2024 aufgelöst. Natürlich habe ich Weird Crimes im Nachgang noch ein paar Fragen geschickt, auf die wollten sie mir nicht antworten. Aber zum Thema Täterkult, wie wäre es mit einem Sheila-Shirt oder einer Sheila-Tasse? Denn im Netz gibt es zahlreiche Merch-Produkte. So wird mit dem Kult um Sheilas Person Geld verdient. Täterkult, das ist kein neues Phänomen. Nach der großen Jeffrey Dahmer-Serie auf Netflix war der Serienkiller ein echter Hype als Karnevalskostüm. Oder warum nicht gleich ein Tattoo des Kannibalen? Und Bonnie und Clyde sind bis heute nicht nur Mörder, sondern für viele auch Helden. True Crime ist nicht nur ein Podcasting. True Crime zieht auf allen Kanälen. Spezielles Setting heute, als MDR-Reporter begleite ich ein MDR-Fernsehteam. Behind the Scenes bei Kripo Live in Magdeburg. Ja, erzähl doch mal, dann wie viel der Dreh bei der Polizei heute? Roundabout? Keine Ahnung. Tausendster? Weiß Tausendster. Nicht. Konstanze Jakob macht seit 10 Jahren True Crime für Kripo Live. Häufig mit Kameramann Peter. Worum geht's denn heute? Erzähl mal kurz. Heute geht's hier in Magdeburg, hat vor ein paar Wochen ein sexueller Übergriff stattgefunden. Da ist eine junge Frau von einem Unbekannten überfallen worden. Und fast immer arbeitet Kripo Live mit der Polizei zusammen. Verbreitet zum Beispiel öffentliche Fahndungen. Ich habe immer so ein bisschen Probleme, wenn hier alles so schwarz ist auf dem Monitor. Ne? Das sieht immer nicht so schön aus im Bild. Und, so viel davon. Na, das und jetzt ist die. Was ist am 22. Juli 2024 auf der Rotenseer Straße passiert? In der Sendung wird der Beitrag später unter anderem so aussehen. Doch plötzlich greift der Mann die 19-Jährige an und stößt sie mit voller Wucht von ihrem E-Roller. Und dann hat er sie angegriffen, hat sich über sie gelegt und versucht, sie unsittlich zu berühren. Die Polizei hofft hiermit auf entscheidende Hinweise. Diesen Fall werden bei Kripo Live in Mitteldeutschland etwa 500.000 Menschen sehen. Manchmal rufen mich dann nächsten Tag auch die Kollegen an und sagen, na Tracy, vielen Dank, da hast du uns aber viel Arbeit eingebrockt. Natürlich immer in einem scherzhaften Kontext, die freuen sich natürlich auch, wenn Hinweise einkommen. Jetzt kommt für die beiden der heikelste Dreh des Tages, das Interview mit der überfallenen Frau. Ja, also natürlich ist man da immer so ein bisschen aufgeregt. Ich hatte das Vorgespräch geführt, da war der Überfall gerade 2 Wochen her, also noch sehr frisch. Und natürlich ist das was sie selber noch total am Verarbeiten ist. Ne? Und ich denke auch, dass das heute nicht anders sein wird. Und oft ist es dann im Gespräch auch so, man merkt es schon, das Gegenüber gibt einem ja auch Signale, wann es zu viel wird. Dann kann man eine Pause machen, kann abbrechen, was auch immer. Kannst du trotzdem bei so einem Gespräch wie heute ausgehen, wo ja doch viele Fragezeichen einfach noch sind, dass man der Person nicht vielleicht doch noch weiteren Schaden zufügt, dass sie vielleicht erst sagt, go, machen wir, und im Nachhinein doch Dinge wieder hochkommen? Also komplett ausschließen kann man das natürlich nicht. Ich versuche das über so ein Vorgespräch natürlich da irgendwie Konsens abzufragen bei den Dingen, die ich davor habe. Ich schilder sehr detailliert, wie wir es machen, welche Möglichkeiten es gibt, eben auch verdeckt, keine Namensnennung und so weiter. Konstanze erklärt mir auch, warum die Betroffenenperspektive so wichtig im True Crime ist. Weil wenn man nur Zahlen und Fakten nennt, gucken die Menschen einfach nicht hin. Wenn man irgendwie Mitgefühl entwickeln kann in einer Geschichte, dann guckt man natürlich noch mal anders hin, dann hat man irgendwie so eine Hilfsbereitschaft. Jetzt aber los, die Uhr tickt. Ich gehe bewusst nicht mit. Ja, ich bin gespannt, ey. Das ist natürlich jetzt der brisanteste und der spannendste Teil des ganzen Drehtags von Konstanze. Aber der Film hier soll halt kritisch und konstruktiv auf True Crime blicken und nicht selber True Crime machen. Hey ihr beiden. Na, wie lieb's? Hallo. Ja, ist natürlich immer, wenn wir kommen, passiert halt nicht so was Schönes. Aber war okay. Also man merkt ja natürlich schon, dass sie noch sehr, sehr betroffen ist. Und die hat da wirklich auch echt noch zu tun. So. Und ist aber große Hoffnung. Also was heißt große Hoffnung? Eigentlich hat sie wenig Hoffnung, dass der Täter geschnappt wird. Aber sie hat das jetzt halt gemacht, weil
wenn sie das Interview nicht gegeben hat, hätte sie erst recht keine Hoffnung gehabt. So. Eine Zutat fehlt jetzt noch für den Bericht. Genau, der Tatort. Aber es ist tatsächlich der klischeehafte Bahnübergang. Ja, ne? Oder die Unterführung. Unterführung, vor der Unterführung, vor der man immer Angst hat, wenn es dunkel wird. Wo Leute True Crime hören, durchgehen und Gänsehaut. Genau, hier wird's creepy. Manchmal kommt durch so einen Bericht tatsächlich das entscheidende Puzzleteil. In den meisten Fällen aber nicht. Das heißt, wie zuversichtlich blickst du darauf, dass dieser sexuelle Übergriff heute... Ich bin immer zuversichtlich. Ich hoffe immer, das macht ja auch sozusagen die Sinnhaftigkeit meiner Arbeit aus. Ich sage aber den Leuten, also wie heute der Betroffenen auch, die Chance ist minimal, aber wenn man sie nicht ergreift, ist sie noch kleiner. Aber ich sage immer, wenn das in den letzten 10 Jahren, in denen ich dabei ist, auch nur ein Handtaschen, die zur Strecke gebracht habe, dann hat sie es schon gelohnt. In diesem Fall kommt durch den True Crime Bericht bei Kripo Live keine heiße Spur. Zumindest nach 3 Wochen nicht. Kleiner Transparenzhinweis, auch die ARD macht natürlich einen Haufen True Crime Formate. Kripo Live, bestes Beispiel, aber Täter, Opfer, Polizei, Tatort Bayern oder die ARD Crime Time als Podcast. Also True Crime ist überall. Und das per se ist auch nicht kritisch. Aber wenn den Formaten die ach so spannenden Fälle wichtiger sind als das Leid der Opfer und Angehörigen, ist das ein Desaster. Vor allem, wenn Hunderttausende, wenn Millionen Leute zuhören. Ey, und dieser Film hier soll True Crime auf keinen Fall verteufeln. Es gibt viele, viele gut gemachte Produktionen und absolut wichtige Folgen. Aber die, die True Crime machen und wir, die es hören, sollten halt immer auf dem Schirm haben, dass hinter all den Verbrechen auch echte Menschen stecken. Und die haben eine Menge Fairness verdient. Was denkt ihr?